So, hallo und alle zur nächsten Folge vom Megaprojekt. Ich muss ein klein wenig vorproduzieren, unter anderem auch wegen den Gamescom-Tagen, wo ich ja auch weg bin. Ich mache einfach die ganze Woche in einem Rutsch vorher komplette Aufnahmezeug fertig. Da bin ich gerade dran, deshalb geht es auch gleich schon weiter, direkt hier, ohne irgendwelche weiteren Zwischenstopps von ein paar Tagen, wo man sehen kann, dass dies und das sich so getan hat. In der Stadt also immer noch hier vorne Krater und alles Mögliche. Ja, also Gomma hat dann noch gemeint, hätte dann vielleicht Bock bei der Jagd mitzumachen, so nach dem Motto. Allerdings ein bisschen später erst natürlich, wie gesagt, die sollen erstmal dann ihr Zeug dann fertig aufbauen und so und dann mal gucken, ist so ein bisschen einpendelt. Aber da würde er dabei sein. Ich versuche noch ein paar andere Leute zu rekrutieren und dann gucken wir mal, ob das Ganze dann irgendwie so klappt in der Art. Weiß nicht, wie ihr die Idee findet, wäre eigentlich nur gerecht, oder? Für den riesen Krater und aussehen macht es ein bisschen Spannung oder bringt es ein bisschen Spannung noch mit rein. Ist ja nichts Böses gemeintes, sondern das ist ja dann deutlich okay. Ja. So, dann, bei der Aufnahme, Quatsch, jetzt waren wir stehen geblieben bei der letzten Aufnahme, und zwar, wir wollten hier ein klein wenig weitermachen mit dem Fußboden, also die Fabrik halt ein bisschen ausbauen. Ich möchte so langsam echt das so auswirken, dass Etagen komplett fertig sind, wo du halt sagen musst, okay, hier ist meine Fabrik, in Anführungszeichen, das ist mein Haus, und da muss ich echt nichts mehr dran machen, nichts mehr daran schleifen, nichts mehr daran werkeln oder so, wir sind einfach mal fertig. Und ich hätte gerne mal die Sache sagen, ich bin fertig. Und das geht leider erstmal nur, wenn wir auch tatsächlich fertig sind. Eigentlich das hier ist, das meiste davon ist echt nicht optimiert. Im Prinzip wäre cool, wenn man halt wirklich nur eine Kiste sieht, eine andere Kiste und das ganze Maschinerie und so, das wäre versteckt oder so. Das würde ich vielleicht auch mal in Angriff nehmen, dass wir das irgendwie versuchen hinzukriegen oder zu machen. Da werde ich hier vielleicht so ein kleiner Vordings-Zubau machen, dass wir nur eine Kiste haben, die andere Kiste und alles, was dahinter steht, ist nicht da. Das heißt, die ganze Technik sehen wir nicht wirklich mehr. Wir können reingehen zum Warten oder so für die Maschinen, aber ansonsten, ja, damit es einfach ein bisschen optisch besser aussieht. So, und dann, ja, würde ich sagen, obwohl, ja, muss mal gucken, wie das mal Verknüpfung hier machen, ne? Das ist schon wieder dann, na, soll ich so machen? Komm, ich mach so. Geht vielleicht einen Tacken schneller, auch wenn dann hier... Ja, jetzt fehlt's. Aha, kein Marble mehr. Ja, Kinders, wir müssen uns dann dementsprechend jetzt ein bisschen Marble farmen und ich bin hart am überlegen, wie. Ich hätte eine Idee, ich bin viel zu faul, mir das Ganze abzubauen. Ich spreng das mit TNT weg und sammle dann den Marble ein. In der Hoffnung, dass ich da massig Zeug einsammeln kann. Sparkcraft sich TNT in die Stadt zu sprengen. Nein, ich mache einfach das Marble zu sammeln. Little bit, und zwar, ihr kennt ja die Spezialhöhlen. Ich gehe da durch und mache einfach mal ein bisschen kleine gezielte Sprengungen. Dann geht das halt ein bisschen schneller, müssen wir nicht abbauen. Und dann soll das Ganze ein bisschen lustiger sein. So, dann das kommt raus hier. Redstone kann auch raus. Die Axt, nee. Nee, der Mining Laser, der kann hier oben zur Werkzeuge hin. Apropos, wenn ich ihn jetzt in der Hand habe, würde er sich auf dem Charge Pad doch eigentlich auch mit aufladen, ne? Oh ja, der lädt sich wieder auf. Würde ich mal kurz warten. Und ihn jetzt im Anschluss erst da rein tun. Beziehungsweise Mining Laser, ja, der farmt nicht so ordi, so, wie soll ich sagen, so ordentlich. Deshalb ist er auch eher schlecht, um Marble zu farmen. Der ist nämlich ein bisschen schwer zu handeln. Dann, das kann raus. Pickaxe, die behalte ich gerade mal. Zauberstäbe behalten wir. Glas. Und das ist noch dabei. Das darf hier auch gerne mal in die Richtung raus. Beziehungsweise Yu-Yu-Meta brauchen wir gerade. Ach, zur Not habe ich noch ein bisschen was dabei. So, Portal Gun haben wir, den Dings-Zauberstab, die Pipes, ich glaube mal raus, Marble an sich, das kann auch erstmal oben noch mit draußen, dann wird jetzt mal fett gefarmt, damit wir genug haben und der Marble wird auch hier in dem Sparks Rucksack zwischengelagert, also ich hoffe mal, wir haben gleich genug. Ich hoffe, wir können uns irgendwie ganz einfach TNT craften durch Yu-Yu Meta, ich glaube Gunpowder, ich gucke mal unser Tab nach, kurzer Cut, bis gleich. Jo, okay, dann versuchen wir uns mal ein klein wenig Gunpowder zu, Quatsch, TNT zu craften aus dem, was wir hier haben, nämlich Yu-Yu Meta plus Dingensen hier. Einfach mal ordentlich auch ein bisschen, um Zeug zu farmen. Erstmal 60 Stück und dann brauchen wir vielleicht davon noch ein bisschen was. Ich glaube, weil das kann man nicht für Minimumstein wieder umwandeln zu Sand. Genau. Ist ein bisschen blöd, dass wir schon auf Yu-Yu Meta Erde machen, aber egal. So, 64 und jetzt könnten wir hier eigentlich ein bisschen, warte mal, wie das mal gezielt anordnen, gell? Ein klein wenig TNT machen. Wo? Hätten wir das auch schon mal. Zack. Zack, einfach nur so ein bisschen zum Durchgehen. Leider nicht so heftig wie Nukes, aber, boah, verdammt teuer, merke ich gerade, ne? Aber weißt du was, wir haben es ja. Scheiß drauf. Ich gehe nochmal dahin, hol mir nochmal einen Stack und dann machen wir einfach ein bisschen TNT.
Fertig. So. Das nehmen wir dann draußen zum Sprengen. Auch wir brauchen nur noch ganz kurz ein klein wenig Redstone für Redstone Torches zum Anzünden. So, und dann nochmal das. Und dann das da hier. Das nochmal wieder ein bisschen mehr. Und dann 1, 2, 3, 4. Ungefähr, selber. Sand plus Sand ist gleich genug Sand. Müssen wir noch das genaue Verhältnis abstimmen. Wir haben jetzt 2 Stacks davon. Das heißt, wir könnten eigentlich hier... Komm, alles mit durchgeheizt. So, dann TNT wieder. Das. Und den da. Ist gleich das. Und das. Und das hier. So. Schön, da hätten wir schon mal ein bisschen was. Obwohl, ha, ich mache noch ein bisschen was übrig. Also wenn, dann löst das gleich komplett ganz aus. So ein bisschen was. Und so. 39 Stück. Die werden wir weitestgehend einzeln sprengen. Und ja, ich gehe kurz pennen und dann geht's auch schon gleich los. Nicht auf das Bett mit dem Zauberstab. So, jetzt. Schön. So. Dann geht's auch schon mal direkt los. Und zwar in die Richtung zu meiner Marble-Höhle. Siehst du mal, ich benutze nur TNT, um Marble zu holen. Oh, guck mal, eine Marble. Da können wir uns gleich wegsprengen. Nein. Und nicht im anderen Gebäude zu sprengen. Stellt euch vor. Einmal rüberfliegen. Es dürfte gar nicht mehr so weit sein. Ich müsste übrigens auch vielleicht mal hier Quantum Suit anziehen. Da kann ich nämlich hier jump. Mich ein bisschen beeilen. Geht schneller als mit Jetpack. So. Dann da in die Richtung. Und ich glaube, wir waren schon gleich da. Einmal hinten um die Ecke noch. Dann da ein bisschen entlang. Und hier vorne ist die... Jo, hier ist die Hürde. So, wertes TNT, wie machen wir das? Ich würde sagen, wir platzieren einfach mal, auch jetzt aber wieder im Jetpack, so ein bisschen was hier, so ein bisschen was da. Naja, nicht so ganz geplant, aber einmal durchgehen. Mach einfach mal. So, kann ich jetzt hier die Dinge einsammeln? Boah. Hoffnung, es geht schneller, wie als wenn ich es normal abbauen würde und es geht nicht allzu viel kaputt. Das wäre nämlich eigentlich ganz nice dann. Restliche Material, was wir nicht brauchen, so kommt dann raus. Also im Sinne von Stein oder ähnliches, die wir jetzt so eingesammelt haben. Komm schon, bau dich schneller ab. Ich bin schon so Marble-süchtig, ich brauche schon, oder ich spreng das Zeug schon. Mal kurz hier so einen hinsetzen noch. Ich glaube, das würde auch ausreichen. Ich weiß nicht, ob das effizient ist. Ne, ist absolut gar nicht irgendwie effizient. Versuch war es wert. Ich wollte es ein bisschen spektakulär machen, aber ich glaube, so geht es irgendwie immer noch am schnellsten. Verdammt. Ja, so geht es einfach effektiver, schneller. Das ist ein bisschen frustrierend jetzt. Ich glaube, wenn ich halt irgendwas anderes dafür sprengen. Nein, ich werde das komplett mal unten einfach so komplett hinsetzen, dann ein bisschen abfarmen. So, einmal den Dings nicht hier einsammeln, sondern Marble. Komm schon. Ich hätte gerne mal so ein komplettes Backpack voll. Die anderen haben so Glück, die haben einfach eine Quarry irgendwo hingestellt und haben einfach tonnenweise von dem Zeug. Ja. Ich habe echt schon zu viel teilweise abgefarmt. Lohnt sich das überhaupt jetzt noch? Es lohnt sich gar nicht mehr. Es lohnt sich einfach nicht mehr. Ich stelle mich jetzt einfach hin, so. Ganz rührungslos und baue einfach hier die Marble ab. Und dann in 2 Minuten gehe ich vorbei und sammle alles ein. In der Zwischenzeit können wir uns einiges überlegen, was wir sonst noch machen. Warte mal kurz, mir fällt noch was ein. Ich habe was vergessen. Und zwar, was ich noch bauen wollte. Das mache ich jetzt gleich, wenn ich zu Hause bin. Das ist auch was für die Optik. Sieht ganz cool aus eigentlich. Bin ich übelst dafür, dass wir das mal machen. Das ist auch mehr oder weniger einfach nur so Deko-Zwecke, aber es sieht übelst geil aus. Das würde ich mir gerne noch oben irgendwo hinstellen, mein Haus. Sieht... Egal, ihr werdet es dann sehen. Ich finde das cool. Bin ich mal gespannt, wie dann so die Reaktionen sind. Ich habe bis jetzt das noch keiner von den anderen gemacht, obwohl das eigentlich relativ naheliegend fast schon ist. Weil viele Leute haben ein passendes Item dazu, was dazu passt, aber haben noch nie so das Teil gemacht. Ah ja, ihr seht schon, was danach kommt.
Hat was mit der lieben Portal Gun zu tun. Kann man nämlich noch so ein Teil machen, was ganz cool aussieht. So eine Art Ständer, wo du den draufstellen kannst und dann ist die Portal Gun sichtbar da platziert auf so einem Podest oder so. Das ist ganz cool eigentlich und deshalb, ja. Würde ich mal sagen, bauen wir das sofort hin und peppen die Bude noch ein klein wenig weiter auf. Das ist sogar ganz billig, soweit ich weiß. Ja, das ist günstig. Okay, machen wir auf jeden Fall. Es steht auf der To-Do-Liste drauf. So, genau. Ja, jetzt fehlt dir irgendein Thema. Weißt du, da hängst du wieder so, sitzt wieder so Händering da. Was schreibst du? Vor allem, oder, was schreibst du nicht, sondern was erzählst du? Weil wir gerade übelst professionell am Marble-Abbau sind. Und das ist ungefähr so spannend, wie, keine Ahnung. Wenn du dir. Keine Ahnung was, wenn du zum Kühlschrank gehst und dir ein Eis holst, ist auch voll spannend. Deshalb weiß ich jetzt gerade nicht ohne Scheiß, wie ich die Zeit sonst überbrücken soll, außer Zeit zu schinden, indem ich irgendeine Scheiße gerade rede. Das ist ein bisschen schlecht. Das cool wäre, wenn man es noch so vorspulen könnte, so eine Timelapse. Ich weiß aber nicht, ob das mit drin ist. Dass man einfach hier so schnelle Abbaudinger halt Timelapse-stylmäßig in sich ein bisschen vorspult, dann muss man die Leute nicht so quälen mit reinen Abbauthemen hier. Tut mir leid, ich brauch's halt. Ich bin arm und brauch das Geld. Also den Marble, nicht das Geld, aber Ruby Ore. Achso, sieht im Textspeck so aus. Die brauchen wir gar nicht. Hier gibt's so drei Dinger. Ruby, Saphir, Emerald, irgendwas. Ich brauch die einfach nicht. Die sind so wie Eisen in der Art, aber irgendwie irgendwann brauchst du die einfach nicht mehr. Ich brauch's ja nicht. Kann man irgendwas Spezielles noch damit machen, außer dass die, ich glaube, im Ultimate sind sie als Ersatz für Diamanten bei den Energy Crystals. Aber hier ist nichts drin. War das eine Fledermaus? Ich glaube, ich habe eine Fledermaus gehört. Kann sein. Ja, egal. Ich grab mich oder fräse mich einfach mal so hier durch. Nehme alles mit, was nicht nagelfest ist. Am besten noch ein paar Creeper von oben oder sonst wo. Nee, kann ich drauf verzichten. Ich passe einfach auf, läuft schon. Und ja, es gibt einen Teil, womit man auch sterben kann mit Quantumrüstung, und zwar ziemlich schnell. Das Teil, das killt dich fast instant eigentlich. Und zwar haut das dich auf ein halbes Herz runter, egal was du für eine Rüstung anhast. Das ist der Pellet Launcher und den werden wir machen. Und die Falle, die dann daraus resultiert, ist halt noch ein bisschen, ja, ein klein wenig komplexer noch, aber damit kann man fast jeden Spieler auf einen Schlag killen. Müsste ich ja theoretisch einfach nur ein Portal hinschießen und dass er dann praktisch von oben fällt, direkt von dem Pellet Launcher, der sowieso die ganze Zeit am Durchfeuern ist. Und dann würde es so auch wahrscheinlich laufen, dass wir einen effektiven Tötungsmechanismus haben. So richtig, richtig Laboratory, keine Ahnung, Style. Oh, hier ist ein Dungeon. Aber keine Kisten. Dungeon, aber keine Kisten. Warte, hier noch, da, Feuerzaubstab. Mit Zombie-Spawner. Das sind keine Kisten, ist schade. Wahrscheinlich war schon jemand vor mir hier. Hat die schon weggeplündert. Schade. Schade, schade, schade. Die hätte ich nämlich gerne. Vielleicht, da gibt es immer schön mal ein Portal oder sowas drin. Also bei den Dungeons extrem aufpassen. Bei normalen jedenfalls. Bei Mod-Dungeons oder so ist eher schlechter. Da gibt es nicht so tolle Items drin. So, und ich könnte jetzt doch vielleicht gerade mal versuchen. Irgendwie, ja, das TNT zu verbrauchen. Ich meine, jetzt habe ich es halt hier gemacht. Jetzt hätte ich das gerne noch ein bisschen hier weg. Oh, es zündet. Lass mal das Zeug einsammeln gleich. Das sind jetzt hier gezielte Sprengungen. Aber ich glaube, ich habe das meiste von dem Marble schon wieder vernichtet, als dass ich einsammelbar gemacht habe. Ja, das ist eher kontraproduktiv gewesen. Aber dafür habe ich jetzt erstmal... Nein, es war produktiv. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Schrott im Inventar. So. Siehst du mal, ein Problem weniger. Schrott im Sinne von Dingsen. Ist das Silber? Nein, das ist Tin. Silber bräuchten wir auch noch vielleicht für ein paar Dinge. Für die Motoren zum Beispiel, wo du das Tor hoch und runter bewegen kannst. Wir wollen hier vorne das Teil bauen. Das Gitter. Nicht das Gitter, das Garagentor. Dann brauchst du leider Silberohr. Und das ist nicht so einfach zu kriegen im Moment wieder, weil das kann man sich so nicht, glaube ich, hincraften. Ich muss vielleicht nochmal nach dem Rezept gucken oder so, ob es auch tatsächlich durch Yuyu Matter geht. Ich glaube nicht, meines Wissens nach. Meines Wissens nach war das nicht so. Es ging nur in Gregtech, glaube ich. Was aber hier irgendwie nicht mehr drin ist. Vielleicht vertue ich mich auch, naja.
sehen wir dann ja mal. Was sagt denn die Uhr? Die Uhr sagt 15 Minuten. Wir sollten eigentlich die Folge unterbrechen. Ich habe hier nicht wirklich viel gemacht, aber wir brauchen halt gerade ein bisschen weiteren Stoff, in Anführungszeichen, im Sinne von Le Marble. Ich glaube, so 2 Minuten stehe ich noch hier und baue einfach konstant ab in dem Zauberstab, der auch schon extreme Erleichterung eigentlich ist. Ansonsten wird es nochmal 3000 Mal länger dauern. Ja, ist eigentlich ganz günstig. Bleiben wir mal stehen, lass das Zeug auf mich runterprasseln. Und dann läuft das Ganze. So. Ungefähr so 15 Minuten Part ist halt immer Richtwert. Mache ich auch meistens so in der Regel. Dann, es kommen immer 2 Folgen, wie gesagt, muss ich auch mal wieder erwähnen. Weil, viele gucken immer nur irgendwie nur die zweite, ist mir aufgefallen. Die erste, die wird gar nicht beachtet, obwohl eigentlich genauso eine Folge ist wie jede andere auch. Weiß nicht, ob es an der Zeit liegt oder ob es daran liegt, dass man die übersieht oder so. Ich weiß nicht. Deshalb der Hinweis, kommen immer 2 Folgen täglich. Drauf achten. Und, ja, aber die Stelle hier ist gar nicht ganz geil. Marble. Alles einsammeln. Das geht alles direkt ins Haus rein. Ich glaube, ich kaufe bei jemand anders irgendwie nochmal Marble oder sowas ein, weil das ist einfach zu viel, dass ich die ganze Zeit komplett selbst farmen muss. Einfach so. Hat schon einer bestimmt irgendwo eine Probe mal hingestellt und dann läuft das. So viel dazu. Einsammeln, einsammeln, einsammeln. Ein paar Stacks haben wir. Ich würde hier einen kleinen Cut machen. Erstmal wieder pausieren und wenn wir wieder Marble brauchen, komme ich wieder. Oder so. Hier ist ja noch ein bisschen was übrig und kann man hier nach oben in die Freiheit. Es funktioniert. So, ich fliege dahinter. Und dann, ich glaube, ich beende hier schon wieder. Wie gesagt, gerade so ein klein wenig vorproduzieren angesagt, wegen Gamescom-Tage, wo ich nicht da bin, wird auf automatisch veröffentlichen gestellt und dann läuft die Geschichte. So, Jetpack müssen rumfliegen und Quantum schuben. Ein bisschen springen und dann sind wir auch schnell wieder zurück. Hey, komm, bis zu Hause schaffe ich es noch. Einmal so. Einmal so und das ist immer noch ein bisschen komisch hier. Ich weiß nicht, ob ich das selbst war. Egal. So, wir sind daheim angekommen. Sehen uns im nächsten Part und tschüssen.